Hallo zusammen und herzlich willkommen zu The Forest. Ja, ich habe das Spiel mal mit ein paar Freunden gespielt und auch ein bisschen offline angespielt. Ich fand es recht geil und dachte mir mal, dass ich dazu prima eine Aufnahme machen könnte. Würde sagen, wir starten mal ein neues Spiel. Und hoffen, dass wir nicht sofort in irgendeinem Dorf spawnen. Tja, so viel zum Intro. Flugzeug ist abgestürzt, sind irgendwo im Wald. Hungrig, sind durstig. Ziehen uns hier erstmal alles rein. Limo. So, mal gucken, wo sind denn wir hier gerade? Oh, hey! Einmal nicht in einem Dorf gespawnt. Es ist irgendwie so ein Fluch von mir. Als ich die ersten paar Male online sowie offline gespielt habe, das Flugzeug ist sofort neben einem Dorf abgestürzt. Oh! Okay, hier bin ich noch nie gespawnt. Also halt, wir hatten entweder ein Dorf direkt vor uns oder ein Dorf direkt hinter uns. Und das war mehr schlecht als recht. Oh, ist mich gerade ein bisschen hochgeworfen. Ich habe auch die Angewohnheit, dass ich permanent weg damit. Irgendwo hinweggeschossen werde. Sei es zum Mond oder einfach nur den nächsten Baum hoch. Ich schaffe es irgendwie immer, dass ich mich irgendwohin hochklitsche. Fragt mich nicht wie, es passiert einfach. Was? Oh, nur ein Stock. Es sah gerade ein bisschen wie ein Pfeil aus. Hab mich schon gewundert. Hä? Pfeile? Jetzt schon? Ich glaube, die meisten von euch werden das schon kennen. Falls nicht, freut euch auf die Apokalypse. Okay, ich habe einen Riesenhaufen von allem Möglichen. Das wollte ich nicht. Machen wir jetzt erstmal Survival-Waffe Nummer 1. Speer. Machen wir dich dahin. Wo ist hier? Endlich. Auf Slot 1, bitte. Danke. Okay. Was brauche ich alles für eine Axt? Ein Seil. Und du gehst dann auf Slot 3.
Und damit habe ich alles, was ich erstmal fürs Überleben brauche. Es lebt nicht mehr. Es hat nie gelebt. Okay. Haie, Haie, Box, Haie, Box, Box, Mutant. Okay. Warte, der Speer ist besser, um das Zeug zu öffnen, weil das schneller ist. Wenn man trifft. Ach, was ist mit Tennisbällen? Die sind einfach zu nix zu gute. Man kann sie anzünden, dann verbrennt man selber. Aber die ganzen Snacks nehme ich mit. Ganzen Batterien ebenfalls. Oh, Alkohol. Hi. Hier sonst noch was rum? Ah ja, da drüben. Ist hier gerade hier. Ja. Komm her. Nein, komm her. Wo ist es hin? Verdammt. Yes! Das will ich nicht. Komm, komm, komm her. Yes. Perfekt. Verhungere ich schon mal nicht. Ganz, 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 ganz wichtig. Ah, lecker, Schildkröte. Da ist noch eine, aber ich bin erstmal voll mit Schildkrötenpanzer. Ich weiß, es ist eine Kriminalität, Schildkröten zu ermorden. Aber es geht ums Überleben. Das ist schon mal gut, dass ich jetzt schon eine Schildkröte gefunden habe. Sonst laufe ich es immer rum und finde die Viecher nicht. Die sind so wichtig, nämlich dadurch kriegt man sauberes Wasser. Okay, bevor ich reingehe, hier oben liegen doch irgendwo Seile rum. Perfekt. Ja, hier ist auch noch eins. Muss ich sie schon mal nicht herstellen? Ja. Na, der hat nicht lang gelebt. Oh, Kleingeld. Schlüsselkarte. Wie Story hier einfach ist. Oh, das nehme ich. Oh, speichern. Ihr seht. Da habe ich mal probiert, was zu bauen. Das ist das Weiteste, bis ich hier gekommen bin. Und da bin ich sofort gestorben. Ich nehme mal Slot 5, damit ich weiß, welcher mein Aufnahmeslot ist. Ja. Ich glaube, damit hat sich das hier. Oh, nee, hier noch. Ein Kassetten. Spieler. Der kann mir noch sehr gut helfen, nämlich wenn ich Musik höre über den Kassettenspieler, wird meine Ausdauer schneller regeneriert. Okay, zu dem Baum da oben will ich erstmal nicht. Würde sagen, wir gehen mal nach rechts weiter Richtung. Was ist denn in der Richtung? Ich glaube, da ist das Hauptdorf von dem. Also eigentlich will ich da nicht hin. Doch, da gehe ich hin. Das ist ganz bestimmt ganz angenehm. Jo, Stein. Prinzip kann ich ja jetzt den Kassettenspieler verwenden. Meine, wenn ich ihn schon habe.
Siehe da, meine Ausdauer regeneriert sich schneller. Sollte ich vielleicht mal was trinken? Ah ja, hier kommt es mir bekannt vor. Ich müsste demnächst an meinem Ziel sein. Ah ja, perfekt. Ein Regengebiet. Es regnet einmal, sofort ein Regengebiet. Entweder es regnet in dem Spiel, oder du hast 3 Tage einfach gar kein Wasser. Was dazwischen gibt's nicht. Aber ich bin an meinem Ziel angekommen. Hier lässt sich gut leben. Es ist zwar saugefährlich, aber hier lässt sich gut leben. Ja, da unten ist der große Strand. Noch läuft nichts rum. Okay. Denkt ihr sicher, what the hell geht gerade ab? ja, das hier ist der Standort, wo ich im Multiplayer sehr lange überlebt habe. Sehr, sehr lange überlebt habe. Das heißt, wir werden uns hier jetzt auch erstmal eine Basis bauen. Nämlich hier gibt's einfach alles, was man braucht drumherum. Na gut, vielleicht alles außer Lizards, aber. Ja, Lizards werden überbewertet. Komm, haut da kräftig drauf. Ich sag da haut drauf. Whatever, wenn es so funktioniert. Macht er was oder hau ich hier jetzt nur blöd auf den Stein drauf? Laut dem Hitzaun haue ich ja auf Holz. Ah ja. Oh. Okay. Das war die leckhafteste Holzanimation, die ich jemals gesehen habe. Habe ich schon Besuch? Gott verdammt. Das Reh, das einfach in meinem Augenwinkel auftaucht, hat mich sowas von erschreckt. Ich mag so Klippenbäume nicht. Die kann man schlecht fällen. Obwohl der hier geht eigentlich. Wenn das hier ist, kann ich doch auch. Ah, perfekt. Ah, keine Ausdauer mehr. Ist ein bisschen die falsche Richtung, aber so ungefähr dürfte das hinhauen. Oder einfach komplett überhaupt gar nicht. Ah, great. Darunter gehe ich erst, wenn ich eine Treppe habe. Ansonsten komme ich nicht mehr hoch. Noch bin ich allein. Was läuft denn hier rum?
Okay, überall Fußschritte. Das ist das Laub, was vom Baum runterfällt. Oh, wusste ich's doch. Fall-Damage. Heute spielen wir noch The Forest. Wer weiß. In ein paar Stunden könnte das schon The Cave heißen. Tag 0. Okay. Sechstens wäre so ein schönes Feuerchen geil. Und auf jeden Fall Wasser. Dafür habe ich die Schildkröte erledigt. Schaut euch das an, ein Strandreh. Okay, bevor ich irgendwas anderes baue, sollte ich wohl zuallererst einmal eine Wand aufbauen, damit ich hier nicht komplett überrascht werde. Ich weiß, dass das hier unten ziemlich bescheuert ist, aber für den ersten Anfang muss es genügen. Okay, das ist vielleicht ein bisschen zu bescheuert. Ich brauche so eine Dreifachwand, falls möglich. Das sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Fenster, Fenster, Tür, passt soweit. War hier noch so ein Ding? Stein, Stein. Nein? Okay, Bäume fällen. Solange ich allein bin, ist alles gut. Ah, stimmt. Ich muss demnächst allerdings auch noch irgendwas erledigen. Warte, 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 warte. Wo ist es? Hier, Trying Rack. Das hier ist das wichtigste Item im ganzen Spiel. Ohne das kann man nicht leben. Fuck. Zu wenig. Alle möglichen. Ah, Stein, 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 Stein. Was ist denn besser? Das hier? Ja, für den Anfang erstmal ja. Ich schaue immer noch da hinten. Da hinten läuft nämlich gern was rum. Du lebst noch, aber nicht mehr lange. Wenn ich Hunger habe, bist du das Erste, was stirbt. Reh. Ah. So, dann verschimmelt das auch nicht. Oder nicht so schnell. Da hat sich sogar schon was angesammelt. Der Stein respawnt da, oder? Es wäre geil, wenn ich heute noch damit fertig werde. Stein. Solange ich keine Mauer habe, ist es sowas von gefährlich.
Perfekt. Liegt hier noch irgendwo was rum? Nein? Komm, gib das her. Zuerst einmal rechts. Okay. Was ist denn das ganze Holz hin? Da ist doch mehr rausgetroppt. Ah, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Komm, leg dich ins Zeug. Den Baum will ich heute noch gefällt haben. Leg dich ins Zeug. Komm schon. Okay. Fuck. Brauche ich also mein Schwert zu upgraden. 3 Knochen und 2 Tücher. Okay, so teuer ist das ja gar nicht. Okay. Mache ich erstmal Überlebenstaktik Nummer 1. Okay, das geht mit dem Speer nicht. Mal gucken. Okay. Soweit so gut. Ja. Sagen. Wir warten, bis es fertig ist. Bis wir schlafen können. Derzeit mache ich mir einen Bogen. Die 4 am besten. Müsste ich nur ein paar Flügel killen. Was? War das ich? Das war doch nie im Leben ich. Machen Rehe solche Piepsgeräusche? Falls ja, dann ist das erste Mal, dass ich ein Reh sowas machen hören habe. Ha. Ich habe ja jetzt so einen Rehkopf. Haha. Hallo? Na. Okay. An der Stelle würde ich dann die heutige Episode auch beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Macht's gut, haut rein und ciao.